Yeba gunle nam do le shing yen de gun ge yen ba bo sem jen gun ge nyen chik bon tam che ken lan gun chan se o men che ge yen ge bo dan ne du sam san ge gun ge ngo wo nye rang sam men che go ngo sam a den ze be Sāvē lāmi shāblā sūvāndē. Lāmbī chū. Nyamsu lāmbī. Kūnlōng sāmbū. Ngē chūngi sāmbā tāng. Chāngchūp kī sīmdān tēmbī kōnī. Wir beginnen damit, dass wir die ausgezeichnete reine Geisteshaltung entwickeln. Den Wunsch, diese Unterweisungen in die Praxis umzusetzen, diese Unterweisungen zum heiligen Dharma. Wir entwickeln in unserem Geist Abkehr von Samsara und auch den Geist des Erwachens. Und mit dieser Geisteshaltung hören wir diesen Unterweisungen zu. Tanganzu lamgi ko la shibi kabre. Tene lamgi ngo sa toto tang kurtip nyi yue pen nang ni toto se di shibi kabre. Tanganzu rangyu la lamgi denpa yang takwa di kyeba la bache chekhenge tsogo di ani dadang dagir tsimba di chadegi yoba yindu teni da deko la nganzo tyoba dang sanbe cheba che ni dadu tsimba saya di nguye nesul dang tyoba che redu maridu sani gom gogo yore di yindu da toldi na nganzo dāngmī chikum chetāngi kōla shūgōyōre. In dieser Sitzung befassen wir uns mit dem Pfad und hier im Speziellen die beiden Möglichkeiten, die wir vorfinden oder die beiden Möglichkeiten, auf die wir vom Pfad abweichen können. Übertreibung und Ablehnung, diese beiden Punkte. Damit der authentische Pfad in unserem Geist entstehen kann, brauchen wir oder müssen wir analysieren. Und zwar analysieren wir diese beiden wichtigen Hindernisschaffenden. Diese beiden sind der Gedanke an ein Selbst, an ein Ich und an meines. Wir müssen also hinterfragen. Wir hören den Unterweisungen zu, wir untersuchen sie und wir untersuchen ihre Bedeutung in unserem Leben. Ist es wirklich so, dass diese Anhaftung an das Selbst die Wahrheit ist? Ist es wirklich der natürliche Zustand, die Realität oder nicht? Diese Analyse, diese Untersuchung nennen wir analytische Meditation und das haben wir bereits besprochen. Und hier werden wir weitermachen. Dela kazan rinpa kashi chiye pe nani tini ngui shi la ta gakcha ki ndao di ngui zini tangpo. Nipa tini ribe ki, kokchi ki ribe ki cheba che ni ndao mepa ten la pab ni deka na nyambara sha gu gore. Ta de nani kazan anzu gakcha ki ndao di tini sūsū kī nāmgyū ngā la yāpa chidhū gā kēngi ngā tāng ngā la dhūpa chidhū shedāng lāng kēngi ngā tē khurāng kī tēni ngē lō kī dzīmbi dzindāng tī kāndi chī dzīngi tū sīni tā tī kēchū tēnzu la sāmbā tāni sēpa chī lō lē shāpa chī kūgurē sē tī tī shūpa rē. Tā dhīrīng dhīni dhī kōjī kī rīkpa
ngan su ume shung dang lo chung dang ta gom gi ti de zna la a mang bu su ye re ta den zo ki ti ni je ki ntan da ne ka da wo jing ni chi ni ma shu ge yin su go je ki ri pa ti Wenn es darum geht, das Selbst zu untersuchen und wenn wir uns bemühen, die Selbstlosigkeit zu etablieren, dann tun wir das in verschiedenen Stufen, das habe ich schon erklärt. Die erste Stufe ist, wo wir, oder das, wenn wir beginnen, das Selbst zu analysieren. Oder wir untersuchen das, was wir eigentlich ablehnen müssen, was widerlegt werden muss. Das betrachten wir und wir versuchen zu verstehen, was es eigentlich ist. Was ist dieses Ich? Dieses Ich, dem es gefällt, wenn es gut behandelt wird. Oder derjenige, der zornig wird, wenn er misshandelt wird oder schlecht behandelt wird. Dieses Ich, dieses Selbst, wie ist es beschaffen? Welche Eigenschaften besitzt es? Und das ist die erste Stufe. Wir müssen also wirklich identifizieren, was wir ablehnen sollten. Und die zweite Stufe befasst sich mit der Argumentation, die wir verwenden in unserer Untersuchung in Bezug auf das Selbst und wie wir dann die Selbstlosigkeit etablieren können. Wir verstehen, dass es kein wirklich existentes Selbst gibt und in dieser Erkenntnis verweilen wir, in dieser Verwirklichung. Diese Untersuchung und diese Argumentation werde ich heute diskutieren, beziehungsweise werde ich einzelne Kernpunkte besprechen. Sie kommen aus verschiedenen Traditionen, diese Kernpunkte. Sie kommen aus dem mittleren Weg, aus der Madhyamika-Schule, aus dem Lojong, aus dem Geistestraining. Und wir werden verschiedene Meditationen kennenlernen. Das ist, was wir heute besprechen werden, diese Kernpunkte. Da, also, dami kommt die, die, da dambo, also, dami nyamlin che gu gu du nan da nga zu sherab nyingbu di nyamlin yagwa che gu gu duwa da sherab nyingbu di nga zu chazang ki duen di kyo yore di nang la sebu shira sung yore da di trewa ya mangbu yore inji la mangbu gyur yore di indri di kena ba di la jani dami gom gu gu yore Wenn wir über die Selbstlosigkeit meditieren, dann ist es sehr wichtig, es ist sehr wichtig, entsprechend der Bedeutung oder der Aussage des Herzsutra zu meditieren. Wir alle kennen diese Meinung, dass die im Herzsutra ganz genau erklärt wird. Es gibt so viele Kommentare, die das Herzsutra erklären. Viele von ihnen wurden ins Englische oder in andere Sprachen übersetzt. Zuerst müssen wir also diese Bedeutung des Herzsutra in unserer Meditation anwenden. Ani nga zu da shirab nyingbo ki tunda di tsubu dhavu di sharibu ki shirchin kandis nyamlin che kukure sani diwa di yungdi chenri se ki tani pumbu nga bu di rangshin me bar she kukure es da di ani she ni nyamsu langba ina Die Bedeutung des Herzsutra bezieht sich auf die Antwort des Shariputra. Shariputra stellt die Frage, wie man Prajnaparamita, die transzendente Weisheit, praktizieren soll. Und die Antwort kommt von Avalokiteshvara Chenrezig, der sagt, dass man muss Prajnaparamita praktizieren, indem man versteht, dass die fünf Aggregate
frei von intrinsischer Natur oder intrinsischer Eigennatur sind. Dieses Verständnis nehmen wir dann und wenden es in unserer Praxis an. Das ist die Art und Weise, wie jemand Prajnaparamita, die transzendente Weisheit, praktiziert, diese Perfektion der Weisheit. Dann also, Shirchengi Nalaya, Pumbunga Kejamango Yungore, Chitang Pumbu Kam Kiches Yungore, Degana Shinga Abidarma Kejeshebe Capsula Antini, Chasang Pumbunga Kiches Yungudua, Tadi Negachim Bishida, Resha Garresena Nima Garre, Tawa Garre, Sangatu Tachitanda Tanchu Gretin, and D Nima Sanjigi Dunang Shida Manam Barwa. That's over the Nga Sedi Kandedu. Di sambutannya ni pungbunga sedikit jadi jumpa itu ah. Dor di na, macam lobjong jahen dan gom nyamlin je cacing di, si kan nang lata ni, rupa, si kacil lata ni lobjong jahen main ba, kan nang lata kugre sebab itu dah itu ah pungbunga sedi. Diese Aussagen in Bezug auf die fünf Aggregate, die frei von intrinsischer Natur sind, finden wir sehr oft in den Prajnaparamita-Sutren. Es geht nicht nur um die fünf Aggregate, Skandhas auf Sanskrit, sondern auch um die Elemente, die Datus und die Sinnesquellen, Ayatanas. Diese Darlegung dieser Aggregate der Elemente der Sinnesentrücke sind so wichtig, nicht nur für Prajnaparamita, sondern sie sind auch grundlegend für die Darlegungen der Abhidharma-Unterweisungen. Diese Wichtigkeit, diese Relevanz kommt direkt aus den buddhistischen Unterweisungen in Bezug auf die Aggregate. Der Buddha hat nicht so viel darüber erklärt, wie zum Beispiel Sonne oder Mond beschaffen sind. Er befasste sich vielmehr mit der Vorstellung dessen, was das Ich ist, das Selbst. Wenn immer wir uns diese Frage stellen, dann geht es, oder wenn immer wir darüber nachdenken, geht es um die Aggregate. Wir studieren, wir praktizieren im Dharma und wir fokussieren immer nach innen. Das Ich hat mit den Aggregaten zu tun. Aber wir fokussieren nicht ins Äußere, wir konzentrieren uns nicht auf die äußeren Objekte. Das Innere ist es, was, womit wir uns befassen und was unser Thema ist. Abhidharmani sungshabhigi phungbungadang lakwardu dini tsurwa dushi dushi namshiki phungbuki lega chebe chedang dandegi thought process chiyorwa ta karawar model chiyorwa o dinzu shiedi dini nega chumba insare gomdi. Wenn wir über die Selbstlosigkeit der Person meditieren, wenn wir ein Ich suchen und es nicht finden und dann darin verweilen in dieser Erkenntnis, dann ist diese Darlegungsweise in Bezug auf die fünf Aggregate so wichtig. Diese Darlegung in Bezug auf die Aggregate in den Abhidharma-Unterweisungen, wo wir den physischen Körper beschreiben, die Wahrnehmungen, die Bildung, die Sinneseindrücke und so weiter. Wie funktionieren all diese Dinge? Wie arbeiten wir damit? All das hat mit den fünf Aggregaten zu tun. In dieser Meditation über die Selbstlosigkeit sind die wirklich extrem wichtig, spielen sie eine äußerst wichtige Rolle. Da in der Anzu, Chiyongombati Changdui Kalikashodi, da die Tanyi Dresha, die Gyurtugumidwa, Sanskini Babala Gyurtu, Shirako kabo chagidu, ani bebani injila gyurdu dewe kyang go nyoko chagudu. Andi indi jungna
bena Theravada Korang zu nala jungsha gyo ke Abhidhamma Korang rang concept jero wa ti yabo jangne dine komja Wenn ba ina es ten den pen do um chumbo yungo yosare. darum geht, die Abhidhamma-Unterweisungen zu studieren, ist der wichtigste Punkt, die Ausdrücke zu verstehen. So vieles geht in der Übersetzung verloren, aus dem Sanskrit ins Tibetische. Die Tibetern ist es schwer gefallen, die Abhidhamma-Ausdrücke wirklich zu übersetzen. Und dann wieder vom Tibetischen ins Englische, auch das ist nicht so einfach. Es ist oft nicht ganz klar, was wir mit diesen Darlegungen tun sollen. Aber wenn wir uns das in der Theravada-Tradition ansehen, dann werden die fünf Aggregate hier ganz klar beschrieben. Es wird sehr elegant und klar beschrieben. Und ich denke, dass es sehr nützlich ist, dass das sehr nützlich ist, wenn wir über dieses Thema meditieren wollen. Es macht also Sinn, hier die Theravada-Abhidhamma-Texte zu studieren oder zu konsultieren. Tene ge chumbu chik di pena nga zo phungpo nga yagi nang ni sukki phungpo se di ntus goye le labu dawa ta nga zo chik thong dekyo re suk se rwa su 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 pu ta ina yang chorbe phungpo, dushe ki phungpo, dushe ki phungpo, namshe phungpo se di nzo sem ki jukdang dang, yulla jukdang dang lega che dang dang, jile che ki keche she ki yodi nga zo namgyu sem rakwa mato tawa de tsani tsurku yo mare. Dinsu di ta tawa keche shiki yo ba indi. Di zu gom ma gyab na, yang dinsu dinda haku ya kabo shirar. Di indi ngomba di jangba kapsu la, di zu gom gu guduwa. Su su namdo ki lega jebe che dang di. Namdo ki process da di zu chi 32 frame di 2015 di wala sui ni. Slow motion da wala shana. Ni te ba ina shini di ni. Tsorwa dang, duxie dang, duxie namxie seki, rinpa dintzu tozu chik seru dhugu yo sari, di yun di gome di gechumbo yin sari, di dunda hakuwa chikla. Und dann den fünf Aggregaten ist das erste, das Aggregat der Form, und das ist sehr leicht für uns zu verstehen. Es ist einfach, was Form bedeutet. Es bezieht sich auf unseren Körper. Dinge, die wir direkt mit unseren Augen zum Beispiel wahrnehmen, wir können uns direkt darauf beziehen, zum Beispiel auf das hier, unser Fleisch und so weiter. Wenn es jetzt um die Aggregate der Gefühle, der Empfindungen, der Wahrnehmungen, der Bildung und des Bewusstseins geht, dann ist das nicht mehr so leicht. Es ist nicht so leicht, wirklich darzulegen, wie sie funktionieren, wie sie die Dinge verarbeiten. Natürlich verstehen wir es bis zu einem gewissen Grad, aber das ist sehr oberflächlich. Wir nehmen die Dinge sehr oberflächlich wahr mit unserem oberflächlichen Bewusstsein, die oberflächlichen Gefühle. Aber je subtiler diese Aggregate agieren oder diese tiefgründige Art und Weise, wie sie agieren, erkennen wir nicht. Und wir können das nicht wirklich erkennen, ohne zu meditieren. Wenn wir Abhidhamma studieren, dann verstehen wir zuerst mal die Aussagen und die Begriffe und so weiter. Aber das wird nicht reichen. Wir müssen darüber meditieren, was uns gelehrt wird. Diese subtile Art und Weise, wie der Geist funktioniert, wie wir wahrnehmen und so weiter. Wir nehmen also den Rahmen, zum Beispiel wie in einem Film. Wir nehmen die einzelnen Segmente, wir verlangsamen den Film, den Prozess und sehen es ganz langsam an. Das heißt, wir untersuchen ganz langsam diesen Prozess. Wie funktioniert unser Geist? Und wenn wir das tun, dann können wir wirklich verstehen. Nur die Begriffe zu studieren, wird nicht ausreichen. Es wird nicht ausreichend sein, wenn wir das Thema wirklich verstehen möchten. An lakwar du kheran su ta Western psychology ki background dhawa yoba ina ni dini dushe dang, duje namshe se tsik di peche dang du ko context jini peche dang ki yoba dang dini ili ya pe tu dhukwa di Abhidhamma Korang rang ki dini gowa dhili yoba jitimdwa. Bewusstsein und sofort haben wir eine gewisse Vorstellung. Wir sehen diese Dinge, diese Ausdrücke durch eine gewisse Linse. Und hier ist es wichtig, den Kontext oder das aus dem Kontext der Abhidhamma-Unterweisungen zu verstehen. Wie definiert die Abhidhamma-Schule diese Prozesse? Das müssen wir hier
getrennt betrachten. Wir müssen es also trennen davon, was wir schon an Konzepten oder Verständnis in Bezug auf diese Begriffe haben. Naso, tadi ngay kachin shugyo yose na nganzu tamay gombar che pala ta nga se di kawala zhugu zhugu du se ki di samlo taon di ni nganzu nangbe ki nga se di zhugu zhugu sa di pungpa nga kaana zhugu zhugu yore es la par ta di indi kapsu la ta che sa dawa di kawala che gugu yose na pungpa nga la che gugu war kaya yose na zhugu zhugu sa di pungpa nga la zhugu yore wa Tā kīmsēn tīrē, dākshī sīkir wā. Dākshī tī, pūmbu ngā la tēne, anī ngā tsū tātū dzīngi yobā sōng sāng. Tā cēsā tī yāng, pūmbu ngā yāk tēng tū cē gu gu rā mā tō. Pūmbu ngā tī kā kā jilu shāk, cēsā shimbā la cē bāi na, tēne bēt nōr sōng wā rē. Tī gē shūmbā, pūmbu ngā tī. Pūmbu ngā tāng tāmi yāda, tēwā tū sī tī wā. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Selbstlosigkeit realisieren, dann müssen wir zuerst verstehen, dass es kein Selbst gibt. Wir müssen also wissen, wo wir suchen. Wo beginnen wir? Wenn wir uns die Frage stellen, was das Ich ist, wohin zeigen wir dann? Oder wo beginnen wir, das Ich zu suchen? Natürlich sind wir im Rahmen der fünf oder befinden wir uns im Rahmen der fünf Aggregate und hier werden wir nach dem Ich suchen. Deswegen sind die fünf Aggregate die Basis. Sie sind die Basis für unsere Erkenntnis in Bezug auf das Ich. Das Ich ist nicht irgendwo außerhalb dieses Prozesses und so weiter. Es ist direkt hier. Hier müssen wir nach dem Selbst suchen. Wenn wir über die Selbstlosigkeit sprechen, dann müssen wir auch verstehen, wie die fünf Aggregate funktionieren. Da pungu nge ko la lobchon jang thum na pe ya pore ina yang da da ni chu ta nge da dodi dodi ma to che ki nāsui tīsui yō marwa. Pūmbu ngāpa dī chidāng sūk, tsorwa, tūshī, tūshī, namshī, pūmbu ngāsa shiāk warē. Tēnī pūmbu sē kuya kīmdēnā kārī rēsā na kō chīk marē, chū māngbō chī rūrū tāng shiāk wā chī rēsā. Tsok shiāk wā chī rēsā. Chēsāng pūmbu sī lā warē. Tā yīnā yā ngāsui dāndā tā tāngmī gōm yōng dī tēnī samlō māngbō tāngbō dī Pungpa ngāpa dī nī lāpa dīshana dīgīyo rā. Sūgī pungpa sēdī ngā rā dzū sūgū rāng chē rā. Chidāng sūgī pungpa sēdī chē māngpa dīshu gā rā. Filosofi kāla kēchī shē bāi rā. Inā kās pāpa kē ngā dzū sūg pungpa sūdī dā ngā dzū kī chī shātā pungpa chē sā. Dīla sūg sā lāpa. Tēnī tsorwa dāng shēn pungpa shī chāsāng dī sēm sē nā rā dīshana dīgīyo rā. Nila tsuku tsuku yin tabuchi yorita, di redwa. Di yindu tab, dordi nga kaya shukuyasa na, pungpa nga di lopchon chaya kechimbo shirada. Lakbar du, sem ki lega jebi chedang jirwa, thought process di yakboche hako wara jeba la, ani pungpa shenpa dintu, tsorwa la soko, pungpa shibudu lopchon chaya pe kechimbo re. Dini, yin yangda, dana nga zu gom yongdu yita, tangpa di, suku dang sem sini nila shakna gomna, di nila ta nga zu dagme, Wir können ganz intensiv studieren. Wir können dieses Thema der fünf Aggregate ganz genau studieren und ausgiebig studieren. Und das ist wunderbar, wenn wir das tun. Aber hier fehlt uns die Zeit ein bisschen dazu. Und deswegen werde ich nur ganz kurz gefasst erklären, was diese fünf Aggregate sind. Die Aggregate des Körpers, der Empfindungen, der Wahrnehmung, der Bildung und des Bewusstseins. Warum nennen wir sie Skandhas, Aggregate? Aus dem Wort selbst könnt ihr schon erkennen, dass Aggregate bedeutet, dass viele Dinge zusammenkommen. Das Aggregat der physischen Form und so weiter ist nichts Einzelnes, es ist eine
Kombination vieler Dinge. Und aus diesem Grund nennen wir das Aggregat, weil viele Faktoren zusammenkommen müssen. Wenn wir jetzt über die Selbstlosigkeit meditieren, dann können wir die fünf Aggregate unterteilen. Vielleicht nicht unterteilen, aber zwei Aggregate sind besonders wichtig. Eines ist das Physische und das andere ist der Geist. Diese beiden. Warum sind die so wichtig? Das physische Aggregat der Form bezieht sich auf alle Objekte, die eine Form besitzen. Alle Entitäten, die eine Form besitzen. Hier sprechen wir über unseren eigenen Körper, über den Körper einer Person, eines Menschen. Ich. Ich, derjenige, der aus Fleisch und Blut besteht. Das ist das physische. Und der zweite Punkt ist der Geist. Gedankenprozesse, die wir durchlaufen. Auch die anderen Aggregate sind wichtig, aber hier in diesem Kontext der Meditation, der analytischen Meditation in Bezug auf die Selbstlosigkeit, suchen wir das Selbst. Und wo suchen wir es? Entweder in unserem physischen Körper oder in unserem Geist. Diese beiden sind die Aggregate, wo unsere Untersuchung, unsere Forschung stattfindet, wo wir nach dem Selbst suchen. Diese beiden Kategorien. Die physischen Aggregate sind also das Aggregat der Form und dann die vier weiteren Aggregate, die Gefühle, Wahrnehmung, Bildung und Bewusstsein, sind dann oder passen in die Rubrik Geist oder Objekt des Geistes, Subjekt des Geistes. Und somit haben wir alle fünf Aggregate. Da tunda to do da she ba ina di inji mi chlo lang ye ba je ore ngi ni su la nga se di phung bu nga la ten ni tak ba cham shi yin ba khang shi glass ngi ni su re da ta ona kawa ni nga ju no do ge re sa na nganzu dagzin dege dende takpa tsam shik mayin par ta nganzu dodo kezi shigara kandis dodo kudu takpa tsam shik mayin par ta pungpa ngasana degere lusem nyi le nigalab chik long chokhen dang wang gyurkhen dabu chik chik yoba dabu chik da tendis singe yore ngui ngone yo ba tak sam ji subu da phungbu nga sene digre chu do shin tang ngazu phungbu nga ma la ba chene ro subu dang sem la subu dang sem la ten ne tak pas tak sha ba sam shi main par ngune ta nga zu inchi ke lai na nga zu di ta di raba technical tem beche ta nga na jesu duba temba duba se gro ba yul rangan duba ta tunta di kari se gro sna ta nga se di chi li dang sem ni ga la wang gur je ken chi ro ba kho ni ga la chi pha nga zu ina kari se gro ba chi long 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 che chu ken ge अनि टेंडे के जे ngati ngone ye sambado wa ji ma do che ge da jesu du ba se gro ba ine anti ta ti ki ke che de ko de wa che na ta kang da re da jesu yo ba ta norsa kawa no norgu du se na
ngui ni su la phumbu nga la ten tak pa cham shim ba kan shik la dag du zim ba di ge ten de maim par phumbu nga le chi tha de be ge chi ngoni nga chi ye sam zing ge ta no sa de dini nor ge ar de ni ge de ni bu de chul ju mi da ba ye ba ya bu che gu dang bu de dang ye sam ba le dang ye sam ba le di nga zu technical substantially existing se do je su du ba di nga zu go de wo chen nga zu da di ga la wor de actually di se go men do dang nga di nga ngoni ding du ma zu nga tang ni ye ba nga zu ding mi do ba zi yong du o di le se ta de le di nga zu nor ba re s la ba ta ta nga zu dit se yo ta ta se di ga se nga zu la ne ba ja de ko ne ba ja ge ro ba in unserem Geist bewahrt oder an alle etwas, das wir uns gut merken müssen, kommt jetzt. Aus der Perspektive des natürlichen Zustandes, also der Zustand, wie die Dinge wirklich beschaffen sind, wie sie letztendlich beschaffen sind, ist das sogenannte Ich oder selbst eine Annahme, eine Zuschreibung, die wir basierend auf Körper und Geist machen, basierend auf diesen 5 Aggregaten. Gut, es ist also nur eine Idee, ein Konzept. Aber wo ist jetzt also der Fehler? Das Problem beginnt dann, wenn das Selbst nicht als Annahme gesehen wird, wenn wir nicht erkennen, dass es nur eine Projektion ist, basierend auf Prozessen, die ständig passieren. Wir haften an das Ich an, nicht nur als Annahme, nicht nur als Zuschreibung, sondern wir sehen das Selbst nicht nur als eine Annahme basierend auf Körper und Geist, sondern als substanziell existent. Wir glauben, dass es aus sich selbst heraus entsteht, dass es eine wirkliche, wahre Existenz aus sich selbst heraus hat. Im Dharma sagen wir substanziell existent. Vielleicht können wir einen Ausdruck finden, auf den wir uns leichter beziehen können. Was bedeutet das, substanziell existent? Wir glauben, dass es wirklich vorhanden ist, dass es real ist, dass es wahr ist. Das glauben wir. Wir erkennen nicht, dass das Ich nur eine Annahme ist. Die Basis für physische und mentale Prozesse. Wir glauben, dass das Ich den Körper und den Geist kontrolliert. Dass es das ist, dasjenige ist, was alles, was über die Dinge entscheidet. Wir glauben, dass es wirklich vorhanden ist. Nicht nur eine Annahme, sondern wirklich vorhanden. Und das ist ein Fehler. Wir erkennen nicht, dass es eine reine Annahme, Zuschreibung ist. Und das ist das wirkliche Problem, das uns verletzt. Da, ngasedi, pe yamsumbajero, du stayongdu. Yo mare se la ba yin ani tang an zui. It is the most vivid existing realistic thing ngat chak do a ta ona khande yena yena khande tuk sine chi ta yong de cha yong de ni de ni ko yang chi sebutani making sort of zero so the paradox of zero the chick choching is not tang by no pe sebu in the sort of chick till topa tism kyon me ba zero nga zutani nga ye me se topa khra mi do wa yine yang yang ji nga ge ngone ji nge sebu ji shar gi do be sam ta ang di ka so ne yang ji kyon shar gi me be sort of ji nga zu yine ji be vek fuzzy ra ba ti indi ka so la ti ken zo shi bu zero da ngone ji nga zu yang na sebu ji zing go ge ya na sebu mebaji yoko kuruwa ta nga di chochi ni salmatana pe sebu yebe sura wachi che concrete kuruwa
초진의 선로 당바에는 큰의 세고 메디베 소라고 지어래. 다니 아니 문해지나 내가 저 인지결에는 it's 디 나디 디 코랑기 is the most 툴리에기 가서 is 코랑기 뉴바다오지 거기 퀄리티다오지래도 와 백엔사오지 요 말에 쓰나니 빼세버 요 대버다오지 요래 쓰나니 양 편에 세버 매베소다오지 디 거베 빼면서 일루십 시부지어래 Die Korangi, die Tulba, die Kogi, Qualität ausrechnen. Die sagen also, Tue de Belelabodua. Dann ist es eigentlich erstaunlich, was in diesem Prozess passiert oder während wir uns in diesem Prozess der Suche befinden. Auf der einen Seite sind wir komplett davon überzeugt, dass es ein Ich, ein Selbst gibt. Das ist die realistischste Sache, die wir in unserem Leben erfahren. Und trotzdem ist es so, dass wenn wir versuchen, tiefer zu gehen, was ist das Ich, was ist das Selbst, dann ist es plötzlich nicht mehr so klar und so solide. Und das ist ein Paradoxon. Auf der einen Seite ist es so konkret, so realistisch, so lebhaft, dass wir überhaupt keinen Zweifel daran haben. Wir hinterfragen es nicht, ob es ein Selbst, ein Ich gibt oder nicht. Es ist so real. Und trotzdem... Sobald wir versuchen, tiefer zu gehen, was ist es, wo ist es, dann wird es ganz vage und trüb. Wir können es nicht wirklich verstehen und aufzeigen. Es ist da, es ist nicht da. Auf der einen Seite ist es so konkret, auf der anderen Seite nicht. Und dieses Paradoxon, diese illusionsgleiche Natur des Selbst ist seine Hauptqualität. Das ist der Grund, warum wir so leicht verwirrt werden vom Ich, weil es uns so gut an der Nase herumführt. Es hat diese Qualität. Tene nga se di nga zu ina chi gyur cho cho chi korangi rangshin da nga wadi tenpo chi meba song zang kawale ina jar cho cho, kawale ina gyur cho cho dazin korangi kante gowa na shin ko lam sang gyur gore anzu inji kela ina gara se kudu transform, kawala ina transform cha cho cho rwa da inji kela ina pechi nga zu di ina chi camouflage sigirwa saja kawala dona ko dilla pha gyur chu chu do atine da wosi yore dieses sogenannte ich das selbst verändert sich ständig es verwandelt sich in alle möglichen ideen es ist nicht stabil es verändert sich sobald wir versuchen es festzunageln, es festzuhalten und zu sagen, was es wirklich ist, rutscht es weg, flüchtet es, weil es getarnt ist. Es verändert sich, es verändert ständig seine Form, wird zu diesem und jenem, es ist so beweglich, flüssig. Seine Natur ist so veränderlich. Es ist wandelbar. Dann ich die Peter auch schuhe, na Karl Schuhe ist na. Dann also du sind in Gadi kann die Karl Reisha sind da jung du. Dem wo können wir mal. Gadi sei die Gadi na sie die da wo. Pe Actor tu, actor siapa? Actor tu kita ko role dah mana sih kerba? Tapi korang ni ada kerja sesuatu cukup cukup yang macam. Pena, ngaco tu sama tanda. Tangan, punggung alat kesi kerja. Subuh na sembilan sama tanda.
kāp kāp lā dhū sāma tāng tī sūkbū tī ngāi sāma sāma sūrabu chērē. Yāng kāp kāp lā o tā sūkbū tī tā ngāi yīnsā mā rē, sēm tī ngā rē dhū sāma sāma rabu chērē. Yāng kāp kāp lā ngā yāng sūkbū tī ngā mā yīmbā, sēm tī ngā mā yīmbā, dē nī kā kī chī, tā ngā zū yīnā chī, tā chī tā ngā dī nī rā lōs kī bā sī kī rē tā kāntā chī, the background ki ngā rā wu chī, sē wā shī rā mē kēng chī. Pena ngā zu rimu dhīwē kāp su lā, kō background dhī sēbō yōng mā rā bā, yīnā yō yō dhī rā bā, kō lēgā shūk chūmbu chī dhī gā rā bā, dhī sō rā bā ngā chī yō rā, tā background āi lā mā, dhīn dhī sō rā bā chī yō rā, tā, dhī yō kō tēmbō kio nā mē bā chō bā chī yō rā. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was dieses Ich ist, wer es ist, dann sehen wir, dass es nicht stabil ist, es verändert sich von einem zum anderen, so wie ein Schauspieler, der verschiedene Rollen spielt. Er verändert die Rollen ständig. Und wir fragen uns dann, wer ist dieser Schauspieler wirklich? Wir erkennen nur die verschiedenen Rollen, die dieser Schauspieler vorspielt. Wenn wir, also normalerweise nehmen wir an, dass das Ich hier ist, wir beziehen uns auf die Aggregate und so weiter, aber wir hauptsächlich beziehen wir uns auf Körper und Geist. Wenn wir vom Ich sprechen, dann sprechen wir vom Körper, der Körper ist das Ich. Manchmal denken wir, nein, es ist nicht der Körper, es ist der Geist. Dieser Denker bin ich. Und im Dharma sprechen wir von etwas anderem als Körper und Geist. Und was verstehen wir darunter? Das bezieht sich auf dieses hintergründige Ich. Es ist nicht dieser Körper, es ist nicht der Geist, sondern es ist etwas, das dahinter steht. Es ist derjenige, der all diese Veränderungen wahrnimmt. Es gibt jemanden im Hintergrund, der nicht wirklich gesehen wird, der nicht wirklich erkannt wird, und wir glauben, dass das Selbst, das Ich ist. Da, Gyumsin chik di, ngā di ngui tsui di kāli kāpū kārīchi niyū kuya rāsi nā. Nā gōdewu shīwāi nā. Ngā di lēkā chitāng shio rāwa. Di kānshī tā ngā tsū rē tā, di lāma nā tīki yō rā. Ngā di lēkā chitāng di consciously lē kiāng māng chē kō ki subconscious lā jīki yō rāwa. Jē tā ngā tsū ki tsōr tū kū mā rē. Ina nipa chumpa shivuji kuwa chiti kuwa re. Pena nga zu shedang langba kapsula, nga rang zu ki tsore di consciously ki gyugen di jik semla lo le shani lung langadu mato jik diki gyabchung la subconscious ki nga zindi ki lega chigi yawasa nga zu susan sorgu midwa. Di chung san kuwa shivuji illusive yoy kimsen chikdi re. Ko ki subconscious la lega chigi dwa. It functions from the subconsciously. Fällt es uns schwer, das Ich wirklich zu erkennen, wirklich festzuhalten, was es ist und wie es funktioniert. Es ist, weil so viele Prozesse auf dieser unterbewussten Ebene passieren und weil wir sie nicht erkennen. Der Fakt, dass wir nicht erkennen, was im Unterbewusstsein passiert, bedeutet aber nicht, dass es uns nicht betrifft. Nein, das Unterbewusstsein hat so einen großen Einfluss auf unsere Reaktionen, auf unsere Emotionen. So viele Dinge passieren aus dem Unterbewusstsein heraus, dass wir werden zornig zum Beispiel. Ja, vielleicht können wir manchmal sagen, oder können wir sagen, warum wir zornig sind. Wir sind, gewisse Dinge sind uns bewusst, aber im Hintergrund, in unserem Unterbewusstsein laufen so viele Dinge ab, die wir gar nicht erkennen. Das ist die illusionsgleiche Natur des Ichs, seine Qualität. Es ist so, verläuft so, so sehr im Hintergrund, dass wir es gar nicht erkennen. Da, ngunzi yin kaabuwa ra, ko tenpo yo ma ra sa, di kante re sa na. Chidang pecha nangla dinti sumu yo ra, chikom di chebe kaabu su la. Nga di la, ta yo me kaabu su la,
따긴 코라야 안가지 따사대 안가지 저도 통에 빼갈래 하고 이래서 라 그래. 다 간주 미 셴발라 따에 레라고 여러 봐. 수수수수라 따에 디백 칼레 가고 여러 봐. 따 나기 나라 따 용도 따케야 나 차데길라 따사야 나 차데도 통에 칼레 가고 여러 했어. Zum Beispiel, dass ich es so instabil, so illusionsgleich, so flüchtig. Und in den Texten heißt es eben, dass wir dieses, dass wir direkt auf dieses Ich sehen müssen. Aber das ist schwierig. Es fällt uns so schwer, uns selbst zu sehen. Derjenige, der sieht, ist das Ich. Das, was wir suchen, ist auch das Ich. Ich, der, der hinsieht und das, was wir versuchen zu sehen, ist beides das Ich. Und aus diesem Grund ist es so schwer zu sehen. Es ist viel einfacher, jemand anderen zu betrachten. Die anderen können wir leicht erkennen, aber uns selbst, das ist sehr schwer. Tā dī yīndi ngā su gomdī tāngbō jī tāng tīndi gomdī bāi nā tā tōngyā kāli khabu yā rēs lā parī. Tā gāndī chē kō rēs nā tā jīndi shūk chīmbō jī kē chū kō rēs lā parī. Rā bā. Tēnī tā dī kāp su thekār tā kio yō mā rēs lā parī. Tā ngā su inji kē lā yō nā sūr nē tā ngā su yō nā jī sneak peek sī kī rā bā. Tā jīndi shūk chīmbō jī kē chū. Ani surni denshe rawo chik sheba sheba chik kalaya kala tago re esla pare. Tati kenza waro shi, tongi Wenn wir gogyo yodonga kane meditieren, hamo. dann ist es schwierig, das Selbst zu, oder dass wir selbst unser eigenes Selbst sehen. Vor allem im Moment, wo die Anhaftung an das Ego so stark ist, wo es so viel Anhaftung gibt. Wenn wir dann das Ich direkt betrachten, in dem Moment, wo wir so sehr anhaften, dann fällt uns das extrem schwer. Wir sehen nichts. Deswegen heißt es in den Unterweisungen, dass wir eigentlich nicht direkt hinsehen sollten, sondern so, wir sollten von der Seite hinspähen. Wir sollten uns, wenn die Anhaftung so groß ist, ist es schwer, direkt hinzusehen. Sondern wir sollten mit Achtsamkeit und Wachheit nicht direkt hinsehen, sondern von der Seite, diese andere Achtsamkeit, diese andere Wachheit, die diese Ego-Anhaftung betrachtet. Und zwar bisschen aus der Ferne, nicht direkt. Tā ngā su nām kī sāmbā tī lī lī jī jī tē shā tī shi tā tā tsīn tī ngō sā tō bā yō mā rā bā. Tī yun tī tā ngā su gōm kī tī yī tī sū nā nā jī sō sō kī tā mī kwa tā wā jī nī. Shē tāng kē chū, ngā yā kē chū rā bā. Pē nā mī tī kī ngī mā ngā lā tī nī lāp sōng sā tō sā tē. Ani tī kē chū bā yō nā tī tī nī ngā tī ngō sā tō bā chā yōng kā rā bā rā. Tī yun pē nā ngā su shē tāng shūk chūmbō lāng bā tāng. Nga ya shuk chungpo lang ba taa, an tiga na si jikdak shuk chungpo kye yung tui, rwa. Ani nga di ngusa dhubu chaa rungu re. Da di nga zu mikwa jini gom na yang tiga re, yang susu kap kap la nga gyal kye shidang kye Und yung tui das ist kapsula genau tini, das, lam was uns die sang tiga Anweisungen kapsula tini, zeigen. tatu bai na Wenn yang du tini, komplett ya bo yore gelassen esung bari. bist, ist alles gut, du bist entspannt und so weiter, dann versuchen wir auf dieses Selbst zu fokussieren. Es ist eine Unterweisung, also dass wir wirklich in diesem Moment, in dem es uns gut geht, dass wir uns hinsetzen und dann an einen Moment denken, in dem uns jemand verletzt hat. Und das, wir triggern uns also wirklich selbst, wir provozieren diesen Zorn und so weiter. Und mit diesen Geistestrübungen entsteht auch ein Gefühl für das Selbst, ganz, ganz stark. Nicht, wenn wir entspannt sind, sondern in dem Moment, wo wir zornig oder stolz sind. Hier erkennen wir das Selbst klarer. Auch unsere Ängste und so weiter. Diese Präsenz des Selbst ist hier manifester und das können wir tun.
oder könnt ihr tun. Oder wir warten einfach. Wir müssen nicht lang warten auf die Gelegenheit, in der wir Zorn und so weiter erkennen. Wir sitzen nicht auf unserem Kissen, sondern wir tun das in unserem Leben, in unserem Alltag. Wir warten auf einen Moment, wo die Emotionen so stark sind und versuchen, hier das Selbst zu erkennen. Ich glaube, im Westen gibt es diese Tradition, wo wir zusammenkommen und die Fehler der anderen wirklich aufzeigen. Wir tun das absichtlich, das ist wie ein Spiel. Wir zeigen die Neurosen der anderen ganz klar auf und das können wir hier tun. Mit anderen zusammen und wir tun genau das. Wir rösten den anderen. Aber dann kann es sein, dass wir vielleicht, ja, das ist es so, als ob wir gerade auf jemanden warten würden, der uns aufzeigt, was unser Fehler ist. In diesem Moment erkennen wir die Präsenz des Ich so klar. Es ist so evident. Vor allem die Eigenschaften. Sucht nach diesen Eigenschaften, die wir gerade besprochen haben. Das solide, existente, unabhängige, beständige Ich. Das könnt ihr suchen. In diesem Moment könnt ihr danach suchen. Wenn jemand, in dem Moment, in dem jemand eure Fehler aufzeigt. Phase der Meditation in Bezug auf die Selbstlosigkeit, wo wir erkennen, was wir annehmen und was wir ablehnen sollten. Hier sollten wir erkennen, was das Selbst ist. Das ist extrem wichtig. Wenn wir keine Klarheit darüber haben, was das Ich ist, dann werden wir auch nicht erkennen, dass das Selbst nicht wirklich existent ist. Wir müssen also zuerst verstehen, wonach wir suchen und was wir dann auch ablehnen sollten. Das ist extrem wichtig in diesem Prozess, in dieser Meditation. Nga se di zugu zugu sa di nganzu subu la zugu zugu yin surau chiyore. Pe shang na kandir yas na nganzu da kerang ta nganzu roller coaster di nji dugu ra wa. Roller coaster da wo dhuti kao su sem la pe ngan ra yungu do wa. Gari jine ngan ra yungu yore se na la nga di lak dugu dugu san san rup chungu do wa. Nga lang na yabu ma ra wa. Ta di dhuti kao su la kerang roller coaster na drive kaso tu sma sa yong ba kaso la kare ding chowa de kare jingnang de khawa ni kege du sena nga sak song nga sak dogre sam chowa jle do wa ta di di sam ya bo tang na kerang ge kare ding ge yore sena nge subu di ti chiro ta ni nge subu dan sem ni ge nang ne subu di nga yin ding ge do yan di du
kan saye di semba saye mara wa sorwa dushe dujin namshe saye yo mara wa ta kan sak do ge sen subu di sak do ge me nga sak song ding do wa ya de ka sula ta nga se di subu la chi ngujin sing sorwa bu ji yare Ich habe schon erwähnt, dass wir manchmal das Ich im Körper suchen. Wir glauben, dass der Körper das Ich ist. Und das zeigt sich vor allem, wenn wir zum Beispiel mit der Achterbahn fahren. Wir kennen die Emotionen, die wir erfahren, wenn wir in der Achterbahn fahren. Wir haben Angst. Es ist Angst, die wir empfinden. Und was ist diese Angst? Wie identifizieren wir sie wirklich? Ich habe Angst davor, herunterzufallen. Das passiert, wenn wir mit der Achterbahn fahren. Wir haben Angst davor, herunterzufallen. Und wir sehen uns diese Angst an. Und woher kommt sie? Sie kommt aus der Vorstellung, dass dieser Körper ist ich. Ich ist, dass dieser Körper runterfällt. In dem Moment denke ich nicht daran, dass mein Geist, meine Wahrnehmungen und so weiter runterfallen könnten. Wir identifizieren also ganz klar diese Angst, wir haben diese Angst, weil wir das Selbst mit dem Körper verwechseln. Oder wenn uns jemand sagt, das wird zugenommen, dann empfinden wir natürlich auch eine Emotion. Wir reagieren, weil wir unseren Körper mit dem Ich identifizieren. Das ist der Grund, warum wir reagieren. Warum wir negativ reagieren. Da deni de kap kap la ni yang manzu subu dang sem ni ge nang ni sem di nga yin be so da wo ji cho li ge re be na 지금 미적이 간주기 셈라 포에 깨져지 셰바이나 또고 수불하다 가야 제요 말아 봐. 배나 미적이 생긴 바 라베 값을 간주 수불을 가야 제요 말아 봐. 이내야 따띠 미디기 텐체 에게 셈라 포에 그 측지 랍송 스니 셈라 포바디 나라 포송 되기로 와 나라 포송 세기로 와. 야 대값을라 나디지 셈디 나이 삼삼도 된대기 초와지 레규어. Denken wir, dass wir der Geist sind. Der Geist bin ich, nicht der Körper. Und das passiert, wenn uns jemand kritisiert. Nichts ist mit unserem Körper, ist nichts passiert, aber wir glauben, dass denken, ich bin, ich wurde angegriffen, ich wurde kritisiert. Das Ich ist nicht wirklich der Körper, aber trotzdem treffen uns diese Worte. Sie stören uns, weil wir glauben, dass der Geist ich ist. Da dega nan shin ge kap kap la ngan zu pena ngan zu drogbo ji shi ba yi na drogbo ji su su ngon shi ba drogbo ji shi ni ro di do si ni sha sha ba yi na Tadi ngi dhokpo re dhengi mi ndwa. Subu tu chikpa chikyang ra wa. Suki phungpo te dekha rang re. Kerang ngansu dhokpo ngani yinpe kaapke suki phungpo la dekha rang re te. Ina yang ngaran suki ngi dhokpo di kwe ki suki phungpo di mayin patang deli shenpa chik. Ta sem seki yonam, nam she seki yonam, dak seki yonam kani kanta. Si kaka chik yinpa songsang tadi koi. Kui subu de lak de mato, koda di maare se pe na nganzu dhokpo ki rodi dhokpo yin samgu mindwa. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn wir zum Beispiel einen engen Freund verlieren, ein enger Freund von uns stirbt und wir sind beim Begräbnis und wir betrachten
den Leichnam des Freundes, dann denken wir nicht, das ist mein Freund. Wir sagen, der Körper ist der gleiche geblieben, aber wir sehen diesen toten Körper nicht mehr als unseren Freund. Mein Freund ist jemand anderer als dieser tote Körper, dieser unbewegliche Leichnam. Mein Freund ist dieser Geist, dieses Bewusstsein, dieses Selbst, wie auch immer wir es nennen. Es ist nichts mehr im Körper, es unterscheidet sich von diesem toten Körper. Ta dekha na shing nga tsu go dukcha zin na yo ba kap su la nga di halam go di ngi su ro tsuwa zi ligir. Yang kangwa di pe na ba kap su la nga di kangwa yin sam sam su ro zi yung duwa. Ta de dang de na shing su su ge chi pe na su su la pe chala gabu zi yo na pe na kerang la ham go rawa zi pe kerang ge gabu zi yo na. Peche peche hamko de it represents you or it almost becomes a parts of you dwa den chwa den le dwa ji chala ji yo pai na di halam nga gi chashe yin be so da ji nga gi ji da chashe so part of me den chwa le dwa denken wir der Kopf bin ich, ist ich das ich, ich mir ich schmerze oder wir haben Schmerzen im Bein, ich bin's, der Schmerzen hat. Das Ich und der Schmerz wird das Gleiche. Wir glauben, dass das Ich das Schmerzen hat. Oder auch mit den äußeren Dingen. Es gibt zum Beispiel etwas, das wir sehr gern haben, wie Schuhe zum Beispiel. Wir lieben Schuhe. Dann werden diese, wenn wir diese Schuhe so sehr lieben, werden sie fast zum Teil von mir. Sie werden fast schon ein Teil von mir. Manchmal haben wir dieses Gefühl. Wenn ich mich hasse, so so deshalb kann man die, welche so so die Chance im Besuch ist, dann alle den so liegen, wenn dann alle da was Chance haben, na. Kala dhinzu kandhi sanayang kheba me nga sato kuya. Ine yanchi desa di inji minji it has to be the way I want. Di indi nga ki tsowa di la nga ki jik desa kangba di it represents me se. Dindi tsowa shi legi dwa. Di indi da mi shenba jiki yongni girwa tang shawa na namsang lung na yong la. Ich zum Beispiel. Sa Kempola, ich bin nicht sehr wählerisch beim Essen. Jedes Essen ist für mich okay. Aber mir ist der Ort, an dem ich lebe, so wichtig. Mein Platz, an dem ich lebe, wie er designt ist, wie er eingerichtet ist. Das sind Dinge, die für mich sehr wichtig sind. Mein Zimmer repräsentiert mich. Dieses Gefühl habe ich. Wenn jetzt jemand kommt und diese Dinge, die Möbel umstellt, oder die Dinge durcheinander bringt, dann macht mich das so zornig, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Raum fast eine Ausweitung, eine Repräsentation von mir selbst ist. Tenpo kyuni meken chore, ko kare resa na nye tangi shiyama is very transformative and elusive. And dadi kogi kecho chore, kogi da, kogi trick dao chore. Nichts Stabiles ist. Wo das Ich ist, ist veränderlich. Es ist illusionsgleich. Es verwirrt uns, es spielt uns ein Schauspiel vor. Es verändert sich. Es ist also, ja, ein Trick. Da yam sambo chik la nga se di zhugu zhugsa di nga zhu subu dang
Das sind bei nie Simsen, die geht so weit in der Rede. Dill ha, zu zu sei ja mal, zähne nie mal, tongue ja mal, kein ja mal. Yin yang, man sucht die Background dilla. Katu yin yang, nie subu dang, nie simla, die Wangrije dehenji, kolo köbatang dehenji. Die Gain sammelt in der Zwaschjöre, subconsciously. Da die, also Rigba sammelt dann bei einer illogical, irrational war. In der Yang, also die Function Jedik auf so Katu in der Yang, Penna, der Kanda da, den Regi, Subu dann Sem Kille, Los Gübegi. Eine weitere interessante Tatsache in Bezug auf das Ich ist, dass natürlich projizieren wir entweder auf Basis oder basierend auf dem Körper und dem Geist oder obwohl wir außerhalb von unserem Körper und unserem Geist nicht nach dem Ich suchen, verstehen wir doch, dass es gleichzeitig immer diesen subtilen Kontrolleur oder Beobachter im Hintergrund gibt. Nicht im Körper, nicht im Geist, sondern irgendwo. Wir identifizieren dieses Ich im Unterbewusstsein als denjenigen, der untersucht, der überprüft, der kontrolliert. Es ist unlogisch, nicht rational, aber es ist genau das, was passiert. Wir wissen, dass es außerhalb von uns selbst kein Ich gibt, aber trotzdem glauben wir, dass es im Hintergrund jemanden gibt, der das Ich ist, der beobachtet. Die Person zu schüben. Also, du hast die Weine. Nie lagba lagdoa. Na lagba lagbindoa. Nie lagba slide. Nie go. Nie kangba. Nie supu. Nie sim. Sigdoa. Da dortina. Nie supu slabdu. Na die supu mein bache. Supu de la chick. Gablog de la chick. Subu de la wangur chickenda, subu de la koba tankenda, subu de gichi. Gablog de la chick yepisode of it. Digan nashingi. Ni semba lag doa. Na semba lag midoanganzo. Ni semba naso. Ni semba kasun city. Delta jergidua. Ta semba de la wangur chickengi ngati. Semba ra maimbache, subu ra maimbache. Tenilo loss yobaji nganzu tu singdwa cheza ngi subu ngi semba lagu yor mato chi kisi subu ta sem tegara nga in tingi na nga supu nga ko nga kangba lagrowa ti lagimdwa nganzu dine dingi emdwa ta tende gi tini subu dang semba ni de loss gyobe ge nga ji seona tonggyo yo mare nyegyo yo mare shagyo yo mare ine nganzu jiyong tu tu jiyong gre cheza do tak pas Tendeki ngaji mepala loki zion tu siyungur, ti redwa. Ta di ime ngazu keche shetantana hakudwa. Nge kangba, nge lakba, nge supu segidwa. Nge sorwa segidwa. Ta di, ta ngazu dotak seyete, ta dini dotak yungur. Dele ta debeke ngaji mepala, ani tul yungdu, Yobaji Semdang Subuni le. Loksu gyurubegin dila wangyur chekhenji nga di meba kangshik la dazingi zinyong tu
Den ist jetzt irgendwo da. Lüdang semdi ngaina nganzugi ngi sukpu ngi ngi sukpu ngi sembas lagu marwa. Chidang dag maimba dirre. Ta kangdar ngi sukpu ngi sembas labe tsik dirang gari tunggu arisana sukpu dang semba nyibuti nga maimba je. Rwa. Dik jablo la ji nga yoba ji zingduwa. Dann würden wir sagen, das ist, sind meine Hände. Wir würden nicht sagen, ich bin die Hände. Es sind meine Hände, mein Kopf, meine Beine, mein Körper, mein Geist. Es gibt also so gut fast jemanden, der im Hintergrund ist und der die Hand, den Körper, den Geist besitzt. Die Weise, wie wir sprechen, die Sprache, die wir verwenden. Wir sagen meins, und das ist hier so wichtig. Es zeigt wirklich auf, was unser Unterbewusstsein uns vorgibt. Es zeigt auf, dass wir glauben, dass dieser Körper und der Geist nicht das Selbst sind. Wir sagen nicht, ich bin Geist, ich bin Körper. Ich sage meins. Wir glauben also, dass es jemanden außerhalb gibt, das sogenannte Ich, der diese Dinge besitzt, der sie kontrolliert, den Körper, den Geist und so weiter, die Hände. Und trotzdem ist es so, dass wenn wir danach suchen, dass wir sie nicht finden. Es ist nicht vorhanden, und obwohl es nicht vorhanden ist, haften wir im Unterbewusstsein daran an. Wir schreiben ihm Realität zu. Aus unserer Verwirrung heraus glauben wir, dass Körper und Geist ich sind. Wir sagen meines, und das zeigt auf, dass es im Hintergrund noch weitere Dinge, noch eine weitere Entität gibt, die kontrolliert und untersucht. Und genau das ist es, was wir als Annahme bezeichnen. Wir suchen danach. Wir können aber in Realität das Ich im Hintergrund niemals finden. Und obwohl wir es nicht finden, glauben wir, dass es real ist. Wir haften an, wir glauben, dass es da ist und schreiben ihm Realität zu. Das ist es, ist genau das, was wir als Zuschreibung, als Annahme bezeichnen. Da die Latinien also namgyu nangbeki technical temjure rangkya tube tak sigdwa sigre tisudi kare ji sugge sugdiya maimba sembadiya maimba ane dakshi susim nika le ji wang gyurken dawo tang khol ko ba jeken su dawo ji shemba ji koran ji matyu bege nga dawo ji yonang shagdwa dila rangkya tube ge slab di dag di yo ma re sene ta dag me ke dag di dide re ta di inji ke la kare la ge ne rang ge tu ba sene re ta re re o di rang re ta di se di den re ke nga di subu ya ma in ba sem ba ya ma in ba di ni ge jab lo la yo ba ji sam lo ko ko do a di la se um diesen Hintergrund, dieses Hintergrund gründliches Selbst zu definieren, dass nicht der Körper, nicht der Geist ist, sondern derjenige, der den Körper besitzt, kontrolliert. Derjenige, der den Körper und den Geist kontrolliert. Dieses unabhängige Ich, manchmal verwenden wir das. Und das nennt man manchmal selbst erhalten. Es existiert. Es ist nicht der Körper, es ist nicht der Geist, sondern unabhängig vorhanden. Außerhalb von Körper und Geist ist es, existiert es aus sich selbst heraus. Es erhält sich selbst. Und das ist genau das, woran wir anhaften.
Das ist das, was nicht existiert. Das ist genau das, von dem das wir als selbstlos sehen. Das ist es, wovon wir sprechen, wenn wir über Selbstlosigkeit sprechen. Heute ging es darum, wie wir diese logische Argumentation verwenden, um aufzuzeigen, dass es kein existentes Selbst gibt. Und die sind sehr tiefgründig, sehr schwierig eigentlich zu verstehen. Und deshalb finde ich es so wichtig, zuerst zu identifizieren, was wir eigentlich negieren. Worauf diese Argumentation abzielt. Was ist das Ich? Was ist diese Annahme, die wir haben? Was ist die Basis für diese Annahme? Es ist so wichtig und deswegen haben wir es heute noch einmal besprochen. Es geht nicht nur darum, was das Selbst-Ich, sondern es ist wichtig, wirklich zu identifizieren, zu erkennen, wie wir daran anhaften. Ta dhōr dhī na dhā dhī dhū sṭā yōng dhī dhī nī chō chī nī pē sēbō dhā wā yīmbā gā lā chō chī nī sēbō kyō nī mē pē sō dhā wā chī anī chī dhā ngā chī in chī kēlā mā sō na kārā sō wā it's very uncertain elusive Ani karisorasi. Es ist tricky. Ungewiss, illusionsgleich. Denn ich rede wahr. Und es führt uns an der Nase herum. Es führt Tricks aus. Heute haben wir über das Selbst gesprochen und die Art und Weise, wie wir daran anhaften, wie wir es betrachten. Und ich habe schon gesagt, dass auf der einen Seite, wenn wir es ansehen, dann scheint es so konkret zu sein, so das Ich zu sein. Wenn wir aber hinterfragen, dann ist es nicht wirklich konkret, es ist ungewiss, es ist illusionsgleich und tricky. Ani ta tinde yimba songsa da mi toya de le la yo ma re kare sna ko pe einfach die tricky shoes Selbstlosigkeit zu erkennen. Es ist schwierig, das zu tun. Lasso. Ta di zindang de yakpo ha ko na tini da sanyi nganzu dhami ki rikpa shepe kapsula tini di re re la kisi pungpo tak yin na ani ngoye nisu lang kharis tungu mindu kisi sem tak yin na ngoye nisu lang kharis tungu mindu sini tini ume rikpa ka dus cheba chini tini taku diese Anhaftung identifiziert haben. In der nächsten Dharma-Sitzung werden wir uns ansehen, wie die Argumentation funktioniert, die diese Existenz des Ich ablehnt. Wir denken also an diese unlogischen Konsequenzen, die daraus entstehen, wenn wir das Ich als real sehen. Welche Konsequenzen tauchen auf? Oder auf welche Art und Weise können wir erkennen, dass unsere Sichtweise nicht die Realität ist? Was folgt dann daraus? Was passiert, wenn wir glauben, dass das Selbst anders ist als die Aggregate? Bitte erinnert euch für das nächste Mal daran oder wiederholt noch einmal das vor unserer nächsten Sitzung, was wir heute gemacht haben. Das wird dann wird euch sehr viel helfen. Und dann hören wir heute hier auf. Lasso, dann geht's am Schengen. Chanchu, Semchu, Rinpo, Che, Mange, Bana, Ge, Gyore, Che, Ge, Ba, Nyam, Bara, Me, Ba, Nyam, Kone, Gondo, Pela, Bara, Isho.